Was geht ab, meine Z-Fighter, Osirio und in Dokkan Battle ist aktuell die Zeit, in der kaum was geht und sich jeder fragt, ey, was kommt denn eigentlich als nächstes in Dokkan Battle? Das werden wir uns heute betrachten, sowohl für die globale Version als auch für die japanische, denn auf beiden Versionen erwarten wir quasi mal große Sachen, denn auf der globalen Version warten wir immer noch auf den Release von Gogeta und Broly. Dazu haben wir neue Informationen, werden aber auch darüber hinaus gucken, was kommt danach, was kommt davor. Und auf der japanischen Version bewegen wir uns auf das 4-jährige Jubiläum hinzu und dort haben wir auch schon ein paar Informationen. Aber bevor wir dann anfangen, vielleicht mal zur Klarstellung, denn ich habe die Frage letztens oft bekommen, ey, warum kommt denn eigentlich für die japanische Version alles zuerst raus? Die Sache ist nämlich folgende, Freunde. Das japanische Dokkan Battle und die globale Version, das sind quasi zwei verschiedene Applikationen. Das japanische Dokkan Battle kam damals am 30. Januar vor knapp 4 Jahren zuerst raus. Und 6 Monate drauf kam das globale Dokkan Battle. Dementsprechend ist es logisch, dass es da quasi einen Unterschied gibt in Sachen Content Release. Also zuerst kommt alles auf die japanische Version und kurz Zeit später auf das globale Dokkan Battle. Aktuell jedoch schließt man immer mehr und immer weiter gut auf in Sachen Content Release zum japanischen Dokkan Battle, also wie in Global. Es ist mittlerweile so 3-4 Monate, schätze ich mal. Aber das werden wir auch gleich sehen, inwiefern wir quasi stehen. Es ist eben nicht so wie in Legends zum Beispiel. Legends, die Applikation ist weltweit, da kommt alles weltweit raus. In Global und JP ist das eben anders und das ist quasi ja zur Klarstellung, weil die Frage häufig kam und vermehrt kam in letzter Zeit, ist es quasi ja. Dementsprechend die Antwort drauf, warum ihr JP alles zuerst bekommt. Jedenfalls fangen wir erstmal mit der globalen Version an. Wie sieht es momentan auf der globalen Version auf? Ihr seht es schon, wir sind aktuell auf der Neujahres-Celebration Part 1. Diese Celebration auf Global, die geht noch bis zum 16. Januar. Mittlerweile haben wir eigentlich schon fast alles bekommen. Was noch hinzukommt, ist das Battlefield Season 4. Hier sollte eigentlich LML Kudo hinzugefügt werden zum Barbershop. Beziehungsweise ja, kann man ihn dann mit den Battlefield Gems holen. Das müssen wir noch sehen, er ist nämlich in den Daten, jedoch quasi inaktiv, also ein Release-Datum haben wir nicht, aber zur vierten Season sollte er kommen. Die vierte Season startet am 15. Januar, 7.30 Uhr unserer Zeit. Was kommt darüber hinaus? Wichtigste ist halt natürlich, wann kommt Gogeta und Broly? Ich habe ja immer stark eingeschätzt oder stark spekuliert, dass es ähnlich wie ein JP ablaufen wird, nur einen Monat versetzt. Was meine ich damit, um es kurz zu wiederholen? Gogeta und Broly kam auf der japanischen Version 2 Wochen nach dem Film-Release in Japan. Der Film wurde in Japan Mitte Dezember released. Mitte Dezember kam das Free-to-Play-Event mit dem, ich sag mal, Winterjacken-Vegeta oder den Free-to-Play-Goku, Freezy und dem Broly. Und ein, zwei Wochen drauf, also Ende Dezember, kamen dann die Banner mit Gogeta und Broly. Und ich habe halt stark spekuliert oder ich war stark der Meinung, dass es quasi einfach nur genommen wird, einen Monat versetzt wird, weil Global Release ist Mitte Januar, 16. Januar und dann habe ich immer stark eingeschätzt, okay, ich kann mir vorstellen, dass wir genauso ähnlich verlaufen, Mitte Januar kommt auf Global das Free-to-Play-Event und ein, zwei Wochen drauf quasi die Banner. Mehr oder weniger ist es so, wir haben jetzt aus den Leakern, by the way, schaut natürlich an die ganzen Leaker und die ganzen Quellen, die ich hier nutze, den Links in der Beschreibung, aus Team Dokkaner, unsere wirklich eine vertrauliche Quelle, hat neulich erst vor 15 Stunden, nämlich das Ganze aufnehme, wie gesehen, getweetet, dass demnächst für die globale Version der Strength Superbook kommen wird und sollte, das werden wir uns gleich ansehen, mit dem Haircut Punch Event. Das wird, wie gesagt, ab 16.01. sein zu Part 2. Und danach sollte dann quasi Anfang Februar die Movie Celebration starten auf Global, jedoch sollten die Banner nicht vor Mitte Februar online kommen. Änderungen natürlich vorbehalten, das sind Leaks von Team Dokkan, aber wie gesagt, er ist wirklich eine sehr vertrauliche Quelle über die Jahre hinweg. Und ja, wenn wir das mal so uns angucken, heißt quasi, es ist noch ein bisschen weiter versetzt um 2 Wochen. Mitte Februar peilt er, dass die Banner online kommen werden für Gogeta und Broly. Warum hat man das quasi gemacht? Beziehungsweise wir hatten ja eh keinen festen Termin, sage ich mal. Das war nur Spekulation von mir, dass ich dachte, okay, du, was ich euch gerade erzählt habe, so Februar sollten sie dann released werden. Es ist jetzt quasi Mitte Februar, dass die Banner kommen und Anfang Februar sollte erst die Movie Celebration, die Campaign mit dem Free-to-Play-Event starten. Finde ich ein bisschen komisch, weil ihr müsst überlegen, der Film ist Global Release vom Film, also amerikanische Release, ist der 16. Januar, wenn mich alles täuscht. Und erst 4 Wochen nach dem Film-Release die Banner rauszuhauen, schon schwierig, um ehrlich zu sein. Warum machen sie das? Freunde, das ist jetzt auch nur eine weitere Spekulation von mir, aber das haben sie auf der japanischen Version ebenso gemacht. Die Charaktere, also die Banner, das Wichtige sind die Banner. Die Banner kamen nicht zum Film-Release auf Dokkan, sondern 2 Wochen drauf, aber auf Legends kam Broly. Kann vielleicht wirklich ein Marktmove sein, Promo-Move, und dass dann quasi die Boys und Girls zuerst auf Legends ihr Geld raushauen sollen und dann quasi
auf Dokkan sowas, zumindest in JP heißt das nicht damit sagen, denn in Legends fehlt ja noch ein Gogeta Blue. Vielleicht hauen sie zum Global Release in Legends erstmal, zum Global Film Release in Legends erstmal Gogeta Blue raus und dann quasi zwei Wochen drauf ähnlich, oder ja, Mitte Februar steht es sogar dran, laut Team Dokkaner, die Banner rauszuhauen. Ist wie gesagt nur eine weitere Spekulation. Fest ist, haben wir aus aktuellen Leaks von dem Team Dokkaner, Anfang Februar sollte die Movie Campaign starten auf Global und Mitte Februar die Banner. So viel dazu, Freunde. Aber wie gesagt, was kommt denn die nächste Zeit? Am 16.01. geht Partei los und da wird Strength Super Buu erwartet. Das werden wir uns natürlich im Banner-Preview noch ansehen. Aber ich sag's jetzt schon mal, ist ein Skip auf jeden Fall. Das spart ihr auf Gogeta und Broly. Also, ist ein Ratschlag von mir. Ja. Im Endeffekt kann jeder Sambo mehr mag. Aber da wisst ihr, ihr wisst wahrscheinlich, worauf ich hinaus will. Jedenfalls, dann kommt noch das Extreme-Battle von Kid Buu. Das erwarten wir auch noch auf Global. Dann, wie gesagt, sollten die Filmcharaktere kommen. Gogeta und Broly. Heißt, Metal Cooler skippen wir erstmal. Wir sollten dann mit Gogeta und Broly sein. Gogeta und Broly sind schon ganz oben. Auf JP sind aktuell gerade Online-Logo. Jedenfalls kommt dann Gogeta und Broly, sagen wir, Mitte Februar. Und danach erwarten uns dann noch quasi die Dokkan-Festival, wie das von Metal Cooler, Easy A Beerus, Easy A Janemba, dreifacher Vegeta Easy A, Goku Black und so weiter und so fort, Freunde. Ihr seht die Timeline Easy A Janemba. Und so holen wir dann quasi nach und nach Ella Trunks zu JP auf. Beziehungsweise ist das halt quasi, woran wir uns richten. Dass das auf JP kommt, kommt natürlich auch auf Global und daran richten wir uns quasi. Und da wir jetzt Informationen haben, okay, Mitte Februar sollten die Movie-Charaktere kommen, ist wirklich auch realistisch, dass jetzt Strength Super Buu kommt mit Easy Kid Buu. Heißt, ihr könnt auch auf jeden Fall euch Stones farmen, wenn ihr das Ganze schafft natürlich. Und dann kommt Mitte Februar Gogeta und Broly und danach sollten halt die nächsten Dokkan-Festival-Charaktere kommen. Ob es jetzt in der Reihenfolge ist, ob zuerst AGML Cooler danach kommt, sagen wir mal, 4 Wochen sollte das mit Broly gehen, ungefähr 3-4 Wochen, sagen wir mal Mitte März, also Frühling und danach Goku Black. Oder ob Goku Black zuerst kommt, dann Metal Cooler, das können sie noch, natürlich noch ändern. Aber um, damit ihr das einfach mal seht, was noch quasi erwartet auf Global, sind das die Sachen, die ich euch gerade genannt habe. Und ja, darauf bewegen wir uns quasi zu. Also wichtig ist hier vor allem Release von Gogeta und Broly, würde ich sagen. Eigentlich auch so viel zu Global. Ihr merkt doch schon, früher waren da mehrere Charaktere, auf die wir gewartet haben, aber wir haben gut aufgeholt. Das meine ich damit, dass wir quasi immer weiter und immer mehr aufholen zur japanischen Version wegen Content Release. Apropos japanische Version, jetzt gucken wir mal an. Auf der japanischen Version, wie gesagt, erwarten wir das 4-jährige Jubiläum. Nicht wundern, ich werde nämlich gleich daran halten, was im 3-jährigen Jubiläum geht. Das 4-jährige sollte jedoch Anfang 30. Januar, beziehungsweise da war quasi Release. Zuvor sollte es einen Countdown geben, heißt nächste Woche schon könnte es losgehen. Oder so ab Mitte Januar, sage ich mal. Ende Januar geht es dann quasi los. Anfang Februar sollten dann auch natürlich die neuen Charaktere kommen. Wir halten uns erstmal am besten daran, was einem 3-jährigen ging. Und dann quasi können wir quasi spekulieren oder ich kann euch zumindest sagen, predikten, was ich mir vorstellen könnte, was kommen könnte. Aber auch ihr natürlich in den Kommentaren gerne. Da können wir uns gerne unterhalten, sag ich mal. Jedenfalls wird auf jeden Fall ein Countdown starten. Dieser Countdown ging letztes Jahr am 22. Januar los. So Mitte Januar, schätze ich mal. Gibt dann Countdown in den Banner. Aus diesem Banner gab es quasi Daily kommen uns zusammen und in diesem Banner war auch natürlich die L-Charaktere, die ersten 5 L-Charaktere damals. Und ja, finde ich gut. Wenn wieder so ein Ticket-Banner kommt, Daily, wo wir zusammen können, immer nur willkommen. Da waren die ganzen Dokkan-Events live. Es gab Social-Media-Campaigns und so und so fort. Login-Boni gab es, Special-Missions und dann quasi hier, boom, ab dem 29. ging es los. Denn der 29. ist ja quasi, da wurde die Applikation veröffentlicht und ab dem 29. geht dann noch das 4-jährige Jubiläum los. Wir hatten Special-Missions, wir hatten Login-Boni, wisst ihr Bescheid, Red Dragon Zone kam hinzu. Kann ich mir vorstellen, dass wieder alles kommt, so wie es ist. Was dann interessant ist natürlich, wie gesagt, das sind alles Special Missions. Da ging wirklich sehr viel, wenn ihr euch erinnert, im 3-Jährigen. Was dann interessant ist natürlich, ja, Free-to-Play-Charaktere kam. Purunga, The Legend of Purunga. Kann mir vorstellen, dass Purunga wiederkommt, so ist nicht. Also macht euch bereit und so weiter und so fort. Das Wichtige ist natürlich, neuer Release. Damals kam neu dieser Gohan hier, ein Free-to-Play-Charakter im EZA. Wäre cool, wenn sowas wieder rausgebracht wird. Und dann gab es auch ein Special-Event, wo wir Stones holen konnten. 3 Stamina wurden aufgefrischt, statt 5. Jede, wie viele Minuten? 5 Minuten frischt das, glaube ich, auf. Ne, jede dritte Minute wurde ein Stamina aufgefüllt. Sorry, so rum. Jede dritte Minute füllt ein Stamina auf. Und so und so fort. Und das Wichtige ist halt, was uns dann interessiert. Boom. Das war dann letzter Zeit, 1. Februar sogar. 1. Februar kamen dann die neuen Charaktere. Die allerersten Dokkan-exklusiven LR, Vegito und LR Gogeta. Und bis dahin gab es keine weiteren LR Dokkan-exklusive Charaktere. Und deswegen schätze ich, hoffe ich, wird zum 4-jährigen Jubiläum neue hinzukommen. Welche es sein werden, da können wir eben gerne diskutieren in den Kommentaren oder spekulieren. Viele predikten ein LR oder wünschen sich ein LR Vegito Blue und ein
LR Gogeta Blue, ähnliche Funktion, also ähnlich wie Super Vegeta und Gogeta, fangen mit Goku an, transformieren sich. Ich würde es um ehrlich zu sein ein bisschen langweilig finden, das wäre Copy-Paste einfach. Was ich mir wünschen würde, wäre wirklich, like legit, es ist das 4-jährige Jubiläum, mach was mit dem Vierfachen. Bringt mir einen Dokkan-exklusiven LR Gogeta, Super Saiyan 4 Goku, Super Saiyan 4 Vegeta, transformieren sich zu LR Gogeta, LR Super Saiyan 4 Gogeta und sein Gegenspieler ist ein Dokkan-exklusives Sin-Shenlong, ein LR Sin-Shenlong mit den anderen Shenlongs oder mit den anderen Dragon Balls, der dann quasi diese aufsaugt und sich transformiert zu LR Omega Shenlong. Denn Omega Shenlong und Vierfache Gogeta, die Dokkan-exklusiven Charaktere, die kamen, davon gibt es nur eine Kopie quasi, jetzt außerhalb von den AGL, Omega Shenlong, ich rede von den Dokkan-exklusiven, und die kam zum Zeigen raus. Also wäre mal cool, wenn die da zum Vierfachen Gogeta auf jeden Fall einen neuen Charakter bringen und zur Omega-Stellung. Würde ich feiern. Wie gesagt, lasst mich gerne wissen, was ihr euch wünscht. Viele wünschen sich auch, kann ich mir auch vorstellen, LR Ultra Instinct Goku und LR Full Power Jiren. Wäre natürlich auch total möglich, weil die sind auch schon seit langer Zeit, sage ich mal, auf dem Markt. Ne? Und ja, so wird das dann Ganze mehr oder weniger verlaufen, sage ich mal, zum vierten Jubiläum. Natürlich nicht ganz die Events, die kommen. Ich halte mich nur dran. Das war Part 1, dann wird es noch ein paar Zeit geben zum vierten Jubiläum, hoffe ich, schätze ich. Wäre cool, wenn wir da quasi irgendeinen neuen Free-to-Play-Stuff bekommen. Ich bin mir sicher, gewisse LR-Banner würden wieder featured kommen. Hero Exclamation Plan, die werden uns also sofort werden online sein. Nur quasi, was hier wichtig ist, was wir an sich erwarten können oder wann das Ganze anfängt mit dem 4-jährigen Jubiläum. Mitte Januar sollte ein Countdown anfangen. Ende Januar geht's los, 29. Anfang Februar sollte ein neuer Charakter released werden. Welche Charaktere das sein werden, wissen wir nicht. Dazu haben wir wirklich gar keine Infos. Das ist nur quasi grob, was demnächst kommt. Aber was wir wissen ist, dass auf den Shoutout an iSerious und Team Dokkaner, dass aktuell auf den japanischen Testservern die Version 4.2.0 getestet wird. Und dort gibt es unter anderem Files, also Daten, die auf Charakterstimmen, hinweisen, so wie in Legends, ja, dass Charaktere in Dokkaner quasi Voices haben, Stimmen. Wäre cool. Wäre wirklich cool, also ich würde das feiern. Ist halt die Frage, inwiefern wird das ausgeprägt, ob jetzt quasi, ob es Character Voices gibt oder Character Actor Voices hinzukommen werden und das dann, oder ob das schon Ganze gemacht wird, dass sie quasi auch im Spiel selbst die Charaktere reden, wenn sie eine Super Attack machen oder wenn es nur quasi ist, wenn wir auf den Charakter klicken und der sagt dann, haha, oder irgendwas, keine Ahnung, der redet dann, ja, ich bin Kakarot oder irgendwie sowas. Ihr wisst natürlich, was ich meine mit Charakterstimmen, ne? Nicht, dass ich das jetzt auf den Arm nehme, aber ich freue mich drauf. Ist ein nettes Gimmick, haben sich viele gewünscht, wäre cool auf jeden Fall. Die Rede ist dann aber auch von Gameplay-Erneuerungen. Das ist interessant. Denn hier wird auch quasi aus den Daten rausgelesen, eine neue Mechanik, also neue Spielmechanik und irgendwas hat es natürlich mit zu tun, ein Ultimate Special Active Skill. Also ich will da nicht viel zu sehr spekulieren, aber könnte ich mir vorstellen, dass quasi eine Interaktion vielleicht geben könnte, indem man den Charakter vielleicht eine Main Ability ähnlich wie in Legends aktiviert und der dann eine extra Fähigkeit bekommen, eine extra Super Attack und tralala. Wie gesagt, sowas in der Art kann ich mir vorstellen. Und irgendwas mit den Wallpaper Items wird gemacht, also Hintergrundbilder vielleicht. Jedenfalls, Freunde, so viel dazu, was demnächst uns erwartet im globalen Dokkan Battle und im japanischen Battle. Ganz wichtig natürlich, Global Gogeta und Broly JP 4-jähriges Jubiläum. Ich hoffe, ich konnte euch dementsprechend ein bisschen näher bringen, was wir demnächst erwarten. Wenn ja, gebt den ganzen Like. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.